Hier ist die Frage, wenn man sagt, er hat nicht geheiratet zum Beispiel, ja, oder er hat einmal am Tag gegessen, einmal am Tag getrunken, ja. Jetzt könnte man sagen, ja gut, es ist doch, es gibt kein, wie sagt man, Rabbanie, kein Mönch, Mönchtum im Islam, ja. Also wie kann ein Gelehrter so leben, wo wir doch wissen, dass es Mönchtum im Islam nicht gibt, ja? Und die Antwort darauf ist die, dass Imam an-Nawawi verzichtet hat auf Dinge für etwas, für ein Ziel, das höher war. Ja? Er hat auf seine persönlichen, auf Teile seines persönlichen, auf große Teile seines persönlichen Lebens verzichtet, ja? Um etwas zu machen, was höher ist als das. Und das ist der Unterschied zum Mönchtum. Das Mönchtum heißt, dass man nicht heiratet oder sich zurückzieht von der Welt, weil man glaubt, dass in diesem Dasein an sich ein Gottesdienst liegt. Das ist Mönchtum. Ja? Man zieht sich von der Welt zurück, um in diesem Single-Dasein sozusagen, also, dass dieses Dasein selbst der Ort von Ibadah wird. Ja? Und das hat Imam Nawawi nicht gemacht, sondern er hat nicht geheiratet, weil er wichtige Dinge zu tun gehabt hat. Ja? Ein anderer Aspekt davon ist der, dass man oft liest man Dinge von rechtschaffenen Menschen oder von Gelehrten, die uns extrem vorkommen. Ja? Wie zum Beispiel einmal am Tag essen, einmal am Tag trinken, nicht zu heiraten. Es gibt Leute, die nicht oder fast nicht schlafen. Es gibt Leute, die bestimmte Zustände haben von Geduld und also innere Zustände haben, die sehr ungewöhnlich sind. Ja? Jetzt ist die Frage, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat doch geheiratet. Ja? Und er hat sozusagen zu einem Mittelweg aufgerufen. Wie können diese Menschen dann so leben? Ist das eine Art von Bid'a oder nicht? Ja? Es gibt Leute, die zum Beispiel, wenn sie gehört haben, dass irgendwer, dass ihr Kind gestorben ist, haben sie gelächelt und waren zufrieden damit. Ja? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat seine Traurigkeit Ausdruck gegeben, als sein Sohn gestorben ist oder als Sayyidah Khadija gestorben ist. Ja? Die Antwort auf diese Frage ist, oder auf diesen Zweifel ist die, dass diese Menschen einen bestimmten Aspekt vom Islam sehr, sehr deutlich und stark gelebt haben. Ja? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn er das gemacht hätte, dann wäre es der Scharia gewesen, dann wäre es sozusagen verpflichtend gewesen oder zumindest vorbildlich gewesen für alle anderen, die nach ihm kommen. Ja? Während wenn wir jetzt zum Beispiel von Imam Nawawi sprechen und sagen, er hat nur einmal am Tag gegessen, das heißt nicht, dass wir alle nur mehr einmal am Tag essen dürfen. Ja? Aber es zeigt uns, wie jemand lebt, der Wissen wirklich ernst nimmt. Ja? Und wie diese Leute, und wie zum Beispiel Imam Nawawi in 45 Jahren das machen konnte, was er gemacht hat.